Willkommen, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, bei... Ach, wisst ihr was? Überspringen wir das einfach mal. Ich bin so aufgeregt, wie man sehen kann, Legend of Grimrock 2. Ich freue mich gerade wie ein Honigkuchenpferd, als ob man mir eine Käsekuchen vor die Nase gestellt hat. Und ja, darüber freue ich mich besonders. Ich mag Käsekuchen und ich mag Legend of Grimrock. Oh, ich freue mich so sehr, dieses Spiel Let's Playen zu können. Ja, es ist am letzten Mittwoch, dem 15. rausgekommen, aber leider bin ich privat so verhindert unter der Woche, dass ich nur am Wochenende aufnehmen kann. Deswegen kommen die ersten Folgen erst heute. Und ja, ich werde gucken, dass ich die ersten Folgen heute schon hochstelle. Das verspreche ich euch. Und ja, wir wollen loslegen damit. Einfach nur loslegen. Ah, ich freue mich so sehr. Und wie gesagt, das Spiel ist absolut, absolut blind. Okay, wie gesagt, ist übertrieben, aber ich freue mich einfach so sehr. Ich habe gerade mal nur hier das Hauptmenü gesehen und die Optionen hier. Mehr kenne ich nicht von dem Spiel. Okay, dann wollen wir also loslegen. New Game. Gut. Das Fenster ist ja ein bisschen bekannt. Create Characters, Old School, also Create Characters wollen wir auf jeden Fall. Difficulty wollen wir hart, weil ich kenne Grimrock 1 ja schon und ich will eine Herausforderung haben. Okay, Old School Modding kennen wir ja auch, also das tut das Automapping ausschalten. Das will ich jetzt aber fürs Let's Play nicht machen, weil ich nicht ständig anhalten will und Karte zeichnen will. Iron Man Modus, was ist das? Das Spiel kann nur an Heilkristallen gespeichert werden. Pass auf, das macht das Spiel wesentlich härter. Okay, das machen wir mal an. Das macht das Spiel schon mal interessanter, weil wir keine Quick Saves mehr machen können. Single-Use Crystals. Healing Crystals can used only... Nein, also das will ich mir jetzt beim ersten Mal nicht geben, dass wir jeden Heilkristall nur einmal benutzen können. Nö. Also ja, den Iron Man Modus ist okay. Create Characters, Apply. Dann gucken wir uns mal das Charaktermenü an. Okay. Das sieht schon mal ganz neu aus. Was haben wir denn für Rassen dieses Mal? Also wir haben natürlich Menschen, kriegen 10% schneller Erfahrungspunkte, Insektoiden, Body Parts Injured, okay, jetzt können auch noch Körperteile verletzt werden, Lizardman, erhöhte Resistenz um 25 und ja, halt die Stats sind unterschiedlich, Minotaurus hat sehr viel Stärke, verbraucht auch viel schneller Essen und Rattling. Max Load, you are immune to diseases. Okay, es gibt Krankheiten. Nee, mein erster Charakter, Mensch. So, Porträt auswählen. Oh, da haben sie sich ja aber was einfallen lassen. Schön viele neue Porträts. Also ja, und ich werde bei Grimrock wieder eine reine Menschengruppe spielen. Wie man es ja kennt. Okay, erst einmal mein Hauptcharakter. Also meinen Bueno hier aussuchen, der natürlich nicht weiblich ist. Nö, ich würde sagen, da bleiben wir einfach mal beim ersten. Porträt-Type Standard, ja. Der kommt mir wie ein Bueno hier vor. Bueno hier. So. Und was für Klassen gibt es? Ach du meine Kacke. Alchemist. Braut Potions. Und benutzt Schusswaffen. Okay. Und er tut Pflanzen in seinem Inventar wachsen lassen. Und Feuerwaffen benutzen. Okay. Baba hat mehr Leben, hat mehr kriegt plus ein Stärke pro Level. Battle Mage. Leben, Energie. Die Rüstung wiegt 50% weniger, kann Zauber mit den bloßen Händen sprechen und Protection. Farmer. Leben, kriegt keine Skill Points,
kriegt Erfahrungspunkte, wenn er isst. Naja, nicht wirklich. Special Attacks with Melee Weapons. Also Spezialattacken brauchen halb so viel Zeit zum Aufbauen, also halb so viel Regenerationszeit und brauchen 25% weniger Energie. Ich würde wahrscheinlich den Ritter nehmen. Schutz plus 1 für Level. 50% weniger Rüstung. Ja, das klingt gut. Also, Brenwier, unser Ritter. Das ist ja natürlich klar. Traits. Fast Learner. Oh, das ist cool. Und da sind ja die Spezialsachen der anderen Völker. Menschen haben natürlich nur... Oh, sie haben zwei. Skill von Level 0 zu Level 1. Strong-minded. Weapon Special. Melee Weapons. Okay, plus 7 Trefferwahrscheinlichkeit mit Waffen. Gucken wir erstmal kurz, was sind die Spezialsachen, die so hinzugekommen sind. Fast Metabolism. 30% schnellere Lebens- und Energieregeneration. Aber 20% mehr Food-Regeneration. Und Heiltränke sind doppelt so effektiv. Mutation bei den Rattlingen. Ein Attribut kriegt plus 1, wenn man ein Level aufsteigt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ganz ehrlich, ich habe Skaven in Warhammer schon nicht gemocht. Da werde ich sie jetzt gerade in meine Gruppe aufnehmen. Immun gegen Gift bei den Lizardmans. 10% geringeren Cooldown bei Insektoiden. Skilled können nur Humans. Chitin Armor, also plus 10 Protection. Elementarresistenz bei den Lizardmans. Ja, Headhunter, das kennen wir ja noch mit den Skulls. Also wenn wir Schädel sammeln. Und Rage. Ah ja. 10% mehr Stärke, wenn man nur noch 20 Leben hat. Okay, nee. Also, Ritter. Aggressive, 4% viel mehr Damage. Das wäre schon mal interessant. Tough. 20 mehr Health ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. 2 Stärke. Was bringen 2 Stärke? Ich muss bis mal kurz gucken. 2 mehr Stärke. Also erstmal vergebe ich Punkte. Und zwar bei dir nur in Stärke und Vitalität. So, Aggressive macht, glaube ich, mehr als, nicht strong-minded, als muskulös. Ja, 4 bis 8 mit muskulös und Aggressive macht 5 bis 10. Macht also 1 bis 2 mehr, aber macht 6 weniger Gewicht. Nee, ich glaube, ich werde da bei meinem Ritter lieber das Gewicht nehmen. Und als Trade, als zweiten, würde ich gerne agil, Demon Einkästern, nein, nicht unbedingt. Fast Learner. Skilled wäre eigentlich das Beste. Ich muss mal ganz kurz gucken. Start Game, nein, sicher nicht. Hier sind ja alle Sachen jetzt auf einmal aufgelistet. Higher Alchemy Level, Stronger Healing and Energy Pool, you can craft Bombs. Ach so, wenn man kann auch Bomben jetzt herstellen mit der Alchemie und wenn man Alchemie auf Maximum hat, dann kriegt man mehr Dings. Heavy Weapons for each skill. Two-Headed Weapons, Light Weapons for each skill point. Ah ja. Ich würde mal sagen, fast schon, ich nehme Heavy Weapons, weil er wird ja wahrscheinlich, ist halt nicht die Bezeichnung, was, obwohl, das lasse ich mal, also, Waffen, Firearms, Accuracy, increases your accuracy by 10 for each, at second,
Das ist schon mal nice. Also das bräuchten die hinteren, wenn sie nicht gerade Feierabends benutzen. Ich würde mal sagen, ich gebe ihm einen Punkt in Armor. Auf jeden Fall. Das erhöht mein eine Protection um 5%. Und ja, leichter Rüstung und so weiter. Und was noch? Alchemy Athletics. Increases your health. Ja, das auf jeden Fall auch. Mal so. Und dann würde ich wirklich sagen, wir kriegen, machen mal Skilled draus. Kriegen wir noch einen Skill Point? Ja, super. Kriegen wir noch einen Skill Point, den wir nirgendwo reinpacken können. Also, wo ich nirgendwo reinpacken will, weil Concentration ist für Magier, Missile Weapons Throwing, Accuracy, Melee Attacks vom Back Row. Ja, ich, in Accuracy würde ich gerne noch was packen. Aber, was könnte ich noch? Ich könnte Evasion erhöhen, Endurance. Das ist eigentlich auch nice. Wenn ich das hier mache, dann kann er auf jeden Fall schon mal sehr viel schleppen, was ich gut finde. Dann könnte ich das Muskulöse gegen was anderes. Was bringt mir Healthy? Healthy bringt mir Healthy. Gib mir nochmal Healthy. Bringt mir 10 mehr Lebenspunkte. Aber bringt mir wahrscheinlich auch ja, schnellere Heilung und mehr Vitality-Effekt zum Gain, ja, kriege ich halt mehr Lebenspunkte pro Level. Das würde sich dann eher ausgehen. Resistenzen. Ja, er soll eigentlich hauptsächlich Schaden einstecken können, wenn ich ihn so skille. Obwohl mehr Stärke würde ich doch eher gut finden. Nee, ich mach mal healthy. So, dann steckt er halt mal mehr ein. Dann. Ja, gut. Human Knight ist alles soweit gemacht. Nächster Charakter. Jetzt hätte ich gerne eine Frau. Welche passt denn gut? Ah, Yassi. Und ja, wer mein angefangenes Dark Souls 2 Let's Play kennt, der müsste sie auch kennen, nämlich Sylastra. Und Sylastra müsste. Obwohl, nee, halt. Sylastra kommt in die hintere Reihe. Du. Ah, Cancel. Also hier kommt's. Nehmen wir mal dich. Hier kommt Sylastra hin. Und hier machen wir noch einen. Ja, du bist ja schon mal ganz gut. Okay, geben wir ihnen mal die Namen. Das ist Talisa, meine Kriegerin. Das ist Sylastra, meine Waldläuferin. Und das hier ist Tarion, mein Magier. Das sind so meine Standardcharaktere für Gruppenspiele oder für Rollenspiele allgemein. So, Bueno hier ist schon mal fertig. Kommen wir zum Talisa. Talisa ist ein Mensch und ein Kämpfer natürlich. Barbarian würde ich ihr ungern geben, aber Kämpfer passt ganz gut. Kämpfer. Sie kriegt als Traits natürlich Aggressive. Erstmal gebe ich ihr wieder auch Stärke und Vitalität. Und als Ding, Dexterity, Healthy. Ja, ich würde ihr am liebsten auch Healthy geben, weil. Wow. Nee, da gebe ich ihr. Doch, ich gebe ihr Healthy. So. Achso, ja, stimmt. Athletics würde ich hier gerne geben. Und auch Armor. Ja, da sind beide gleich auf. Nur, dass sie halt mehr Schaden macht als er hier. Weil sie aggressive ist. Healthy und Endurance. Ich glaube, ich gebe ihm wirklich lieber nicht Natural Armor. Das geht es tick like Armor. Ich gebe ihm doch lieber muskulös. So. Da macht er ein bisschen weniger Schaden als sie, aber sie können beide einigermaßen was tragen. So, du bist ein Rogue, würde ich sagen. Wenn du willst. Ja, genau. PvP
plus 1% Chance für kritischen Treffer mit Missile Weapons. Das ist schon mal gut. Dann kriegst du jetzt erstmal Dexterity und Vitality. So. Du kriegst auch Athletic und du kriegst Missile Weapons. Thwaite, du kriegst auf jeden Fall agil, dass du höhere Dexterity hast. Und ich würde dir fast schon am liebsten Fast Learner geben. Ne, ihr gebe ich Skilled. Oh ja. With any light weapon, Armor würde ich dir gerne auch geben. Oder Dodge. Increase your cooldown period. Ja, gebe ich hier mal noch Dodge. So. Sylastra ist damit auch schon mal fertig. Tarion. Ah, jetzt bin ich mir nicht sicher. Soll ich ihm Alchemie geben? Habe ich dann überhaupt jemanden, der zaubern kann? Oder gebe ich ihm... Ich würde ihm am liebsten zu einem Alchemisten machen. Dann hätten wir mal eine interessante Gruppe. Ja, ich mache ihn mal zu einem Alchemisten. Da sollen wir mal sehen, was daraus passiert. Also Alchemist. Würde ich mal am liebsten Willpower geben, in der Hoffnung, dass er zaubern kann. Und Vitality. So. Ihm würde ich gerne geben, also noch einen Punkt hat er ja. Firearms wäre dann das Beste wahrscheinlich für ihn, wenn er Firearms benutzen soll. Thwaites. Gut. Weapon Specialization. Nee. Natural Armor. Fast Learner. Demon Ancaster. Ihm würde ich am liebsten auch schon fast Skill geben, aber nein. Er kriegt auf jeden Fall Healthy. Und er kriegt das, was Willpower erhöht. Das müsste nicht agil sein. Natural Strong Minded. Genau, so. Wie gesagt, absolut blind. Ich habe keine Ahnung, ob ich mich mit der Gruppe jetzt verscherze oder ob ich übelsten Erfolg haben werde. Aber ja, so soll meine Gruppe jetzt erst einmal aussehen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich bin mal gespannt. Obwohl, es steht hier, Cancel, es steht hier beim Wizard Cast Spells with Bare Hands, genauso wie beim Battle Mage. Das heißt, wahrscheinlich können die anderen Charaktere auch zaubern. Vor allem der hat ja auch Energy. Running out of energy, bla bla bla. Ja, gut. Dass wahrscheinlich andere Charaktere auch zaubern können, aber nur wenn sie einen Zauberstab oder einen Orb besitzen. Gut. Kurz zur Story. Ich weiß nur so viel. Wir landen wieder als Gefangenentrupp. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist wie aus dem ersten Teil. Auf dieser Insel da hinten, die man da im Hintergrund sehen kann, jetzt nur ein bisschen die Zipfel hier. Und das ist die Insel von Nex. Und ja, Nex kennen wir bereits aus dem ersten Teil, wer mein Master Quest LP gesehen hat. Wir haben das Schwert von Nex gefunden und auch schon mal was von der Insel gehört. Gut, aber jetzt wollen wir da einfach mal hineinschauen. The range of physical damage to deal with attribute skills equipped weapons and evasion damage to deal with many missile. Ja, okay. Das stimmt alles soweit. Dann würde ich mal sagen, starten wir das Game und gucken ins Intro. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, der Ladebalken. Es lädt. Und während es lädt, kann ich ja schon mal noch sagen, was ich über das Spiel weiß. Ich weiß, dass wir jetzt auch eine große offene Außenwelt haben.
die wir erkunden können. Okay, ab ins Intro. Genau. Legend of Grimrock 2. Ja. Okay. Das Intro war interessant, das ist unser Schiffswrack. Wir saßen als Gefangene im Frachtraum. Und gerade unser Käfig trieb heil an die Küste. Ja, es war etwas anders als. Okay, cool. Es war etwas anders als das Intro aus dem ersten Teil. Es waren richtige bewegte Bilder, nicht mehr solche Friemelarbeit. Und da ist die Karte. Da können wir raus aus der Karte. Cool, wir können Notizen hinsetzen, wohin wir wollen. Damit können wir sie wahrscheinlich löschen. Nee, das sind verschiedene Notizmarker. Das ist ja mal geil. Okay. Oh, boah, sieht das geil hier aus. Oh. Also ja, ich fühle mich gerade richtig heimisch. Gucken wir uns mal kurz die Inventare an. Also ja, das Inventar sieht jetzt so aus. Kommt mir ein bisschen kleiner vor, kann aber auch täuschen. Stats sind klar, Skills sind auch klar, Traits. Ja, sehr, sehr cool. Karte haben wir hier. Questbuch oder sowas gibt es natürlich keins. Das müssen wir alles selber herausfinden, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Einen Stein zum Werfen. Den Holzast können wir nicht einsammeln oder aufnehmen. Oh, das gefällt mir schon mal sehr gut hier, die Grafik und alles. Wir können uns natürlich immer noch umsehen. Also ja, kurze Erklärung zur Steuerung. Für die, die meinen Master Quest LP nicht gesehen haben und Grimrock allgemein nicht kennen. Also mit den WASD-Tasten bewegen wir uns ganz normal. Also W für vorwärts, S für rückwärts. A und D für links-rechts strafen. Mit Q und E drehen wir uns. Mit der Tab-Taste machen wir die Karte auf. Mit R könnten wir rasten. Und ja, ich weiß nicht. Gibt es noch weitere interessante Tasten? Bis jetzt nicht. Und wir haben zwei Waffensets, fällt mir gerade so auf. Also ja, ganz nice. Und ja, mit der rechten Maustaste können wir uns halt umgucken, so frei. Cool. Gut. Wir haben eine Essensleiste. Das heißt, Essen ist wichtig, also Überleben ist wichtig. Und hier sind kleine Krabben. Also brauchen wir Essen, so wie diese gehörnte Frucht hier. Hier ist schon mal nichts, was nach irgendwas aussieht. Hier ist nur ein Baum.
Und ja, wir haben die gehörnte Frucht. Oh, es steht sogar jetzt Nutrition dabei, also wie viel sie satt macht. Die sollten wir uns für schlechte Zeiten aufheben, weil gerade Rasten, wenn wir verletzt sind, kostet uns viel, viel Ausdauer. Viel, viel Nahrung. Protection plus 1, unsere erste Rüstung. Wir haben im Augenblick eine Protection von 1 und du hast 0, also kriegst du in der vorderen Reihe. Hey, cool, sie haben sogar die Ragdoll hier ein bisschen angeglichen, dass es jetzt auch nach Frauen aussieht. Ja, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Also ein Umhangslot, ein Halskettenslot, linke, rechte Waffe, Handschuhe, Körper und ein Ring oder ein Armreif. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Sieht sehr schick gemacht aus. Oh, die Landzunge, da haben wir übersehen. Und ja, ich will wirklich gucken, dass ich alles irgendwie abgehe und absuche. Weil das ist etwas von dem Grimlock. Oh, das Wasser sieht auch so. Die Wasserspiel. Ja, ich schwärme gerade richtig. Also das Wichtigste im Grimlock ist, dass man wirklich so viel wie möglich erkundet und mitnimmt. Weil sonst hat man am Schluss nachher, kann es zu Problemen kommen, wenn einem halt Sachen fehlen. Und ja, hier sieht man es. Hier sind überall nicht unsichtbare Wände, sondern einfach Sachen im Sa im Wasser, die uns davon abhalten, tiefer reinzugehen. So wie hier zum Beispiel. Hier können wir hier rum. Können wir das hier einschlagen? Ja, können wir. Können wir davon was mitnehmen? Nö, können wir nicht. Hier können wir auch nichts mitnehmen. Da drüben liegen schon mal Menschenknochen. Ist ja nicht sehr beruhigend. Also müssen wir hier herumgehen. Bone Club einsacken. Als was zählst du? Heavy Weapon. Und du zählst als leichte Waffe. Okay. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt hier durch den Busch durchschlagen. So, noch einmal. Und da ist unsere erste Pflanze sogar schon. Und unser erster Gegner. Hallo Schnappschildkröte. Wow. Heilige Kacke. Und ja, das gute Tänzelspiel. Das muss man in Grimrock immer machen, sonst hat man so seine Probleme. So. Und tot. Und lecker Schildkrötensteak. Okay. Ja, das Essen hier ist teilweise makaber. Etherweed. Was ist das? Diese delikate Unterwasserpflanze wird normalerweise an Stränden oder Flussbetten gefunden. Und manchmal sogar in den Tiefen von Untergrundseen. Everweed wird meistens von einem wunderschönen blauen Leuchten umgeben. So mal grob übersetzt. Ich kann nicht alles, vor allem nicht in einem Let's Play, alles haargenau übersetzen. Oh ja, und Munition wird automatisch wieder eingesammelt, wenn man drüber läuft. Übrigens. So, gucken wir zwar weiter um. Wir haben gerade unseren ersten Gegner getötet. Und kommen hier jetzt das erste Mal mit der interaktiven Umgebung in Berührung. Also ja, wirklich mit der Maus draufklicken auf den Schalter und schwupps haben wir ein Schild, haben wir die Tür offen und da liegt ein Schildkrötenei. Und da ist eine Schildkröte. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie aus Versehen einkesseln lassen. Vor mehreren Schildkröten. Wow. Ist mal was anderes als erstes mit Schnecken zu ringen. Warum wir riesige Schnappschildkröten? Was ich mir doch wünschen würde, wäre ein Bestiarium. Da, wo man alles sieht, was man schon so getötet hat. Vielleicht sogar ein bisschen mit den Lebenspunkten, aber ich glaube, das wäre zu viel verlangt. So. Schildkröte tot. Ein Dart. Noch was zum Werfen. Noch ein Dart. Und noch ein Dart.
Und ja, es gibt eine Regel bei Grimrock, oder? Nein, die haben sie aufgehoben. Okay. Bla 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 bla, ja. Und zwar war es so, jeder kriegt die vollen Erfahrungspunkte gut geschrieben, aber nur wenn er den Gegner mindestens einmal angegriffen hat. Aber das scheinen sie rausgenommen zu haben. Jetzt scheinen die Erfahrungspunkte einigermaßen aufgeteilt zu werden. Und da liegt doch was. Mehr Protection durch einfache Sandalen.